Willkommen zurück zu Assassin's Creed, dem zweiten Teil. Wir sind Ezio. Im ersten Teil sind wir mit Desmond und Lucy aus Abstergo geflüchtet. Und sie hat uns weggebracht zu ihren Nerds, zu den Assassinen-Nerds, die den Animus 2.0 erschaffen haben und uns jetzt zu einem Assassinen ausbilden wollen, denn der Animus lässt nicht nur Desmond Miles die Geschehnisse miterleben oder nochmal erleben seiner Vorfahren, sondern er kann auch die Fähigkeiten erlernen. Und Ziel ist es jetzt, Desmond auszubilden durch den sogenannten Sicker-Effekt. So, dann machen wir nochmal hier weiter. Drücken, um zu reden. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. So, genau. Nach der Prügelei beim letzten Mal soll Ezio sich beim Doktor untersuchen lassen. Frederico zum Doktor folgen. Frederico, Essen ist fertig. So, auf geht's. Dann folgen wir ihm mal. Hallo, nicht so schnell. So. Alles wie im ersten Teil, RT und A festhalten, das ist sehr gut. Na toll, Frederico. Ach, wir sollten eh hier runter. Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Fottiti. Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet hier. Grazie. Hier lang. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Zum Dach dieser Kirche. Okay. Wollen wir doch mal den Versuch starten. Dann auf drei. Uno, due, tre. Wo muss ich denn hin? Geh weg, geh weg. Der Kleine muss noch so viel lernen. Ach, ich muss hier hoch? Da ist ein Checkpoint? Hä? Verstehe ich nicht. Wo muss ich denn lang? Okay, okay. Ich glaube, wir haben den falschen Weg genommen. Ja, das war's wohl. Haben wir vielleicht einfach nur falsch gestanden und sind in die falsche Richtung gerannt. Die erste Desynchronisation. Ja, super Sache. Zerbrochene Rüstung. Rüstung zerbrochen. So schnell konnte ich nicht lesen. Der Kleine muss noch so viel lernen. Komm, du Schildkröte. Wow, hallo? Lauf, 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 lauf. Verdammt! Ja, zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wo ich hin soll. Okay, okay. Der Kleine muss noch so viel lernen. Du hast ja auch einen Vorsprung. Blöd, Mann. Geh hoch. Komm, du Schildkröte. Ha. So. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Jetzt wird geklettert. Auch mal hier rum, wie unser Bruder, genau. Das sieht mir nach der ersten Synchronisation auf einem Aussichtspunkt aus. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern.
Okay, das war also eine Art Tutorial. Wir sind angelangt jetzt so richtig im zweiten Teil von Assassin's Creed. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nach. Der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. Na, das machen wir doch mal. So, können wir hier synchronisieren? Das denke ich doch mal. Das wird sein wie in dem ersten Teil auch. Drücken Y, genau. Sehr cool, ich liebe diese Synchronisation. So, da unten haben wir einen Heuhaufen. RT und A halten und dabei LS nach vorne bewegen, um zu springen. Genau. Das kenne ich doch. Ach so, nicht in den... Hä? Wieso kann ich die Kamera nicht dahin drehen? Wir machen das einfach mal. Ah doch, er springt da wohl rein. Also, Vieri, ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Ich bin nicht im Heu. Schon sagen, wollte er jetzt hier ewig stehen bleiben. Die Symbole für den sozialen Status kennzeichnen die Gefahrenstufe und die Position der Feinde. Okay, sie können sich in einem Heuballen, einem Brunnen oder in Dachhütten verstecken. Ist also auch wie im ersten Teil. So, dann gucken wir doch mal auf die Karte, wo wir hin sollen. Das ist Ezio, genau. Wo sollen wir denn hin? Wird das überhaupt angezeigt? Das hier ist der Schmied. Das ist ein Aussichtspunkt. Schneider. Ein Kunsthändler und der Arzt. Okay, macht es vielleicht Sinn, dann erstmal noch so einen Aussichtspunkt zu nehmen? Setzen wir mal einen Marker hin. Oder kriegen wir jetzt angezeigt, wo wir hin müssen? Ah, jetzt ist es auf der Karte. Gucken, ob es auch auf der Karte angezeigt wird. Jawohl. Okay, Zielort. Dann nehmen wir den doch auch. In die Richtung geht's weiter. Was haben wir denn hier? Kirschbaumblüten? Oder was soll es sein? So, was wird denn da? Oh, okay, okay, da wird irgendwer auf uns aufmerksam. Schnell weggehen. Adlerauge, leicht stoßen, schlagen, okay. Greifen, schlagen, springen, okay, okay. Wollt mal schauen, was oben alles so angezeigt wird. Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Tja. So, müssen wir jetzt hier hochklettern. So, ins Fenster rein. Komm her. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Was für eine Interaktion hier. Na, ob das nicht länger als eine Minute ist, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Christina! Christina! Oh oh. Wach auf, dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter, ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filiotuncane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, Wache. Bringt mir seinen Kopf.
Jetzt. Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Genau. Die Sicherheit auf den Straßen der Republik. So, wo sollen wir denn hin? Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Zack. Verstecken wir uns doch mal. So, dafür kriegen wir auch Geld. 100 Florin. Jetzt sind Rennen freigeschaltet. Okay. Der Nachttrunk. Synchronisiert. So, jetzt stehen wir auch direkt. Wo kommt der denn her? Oh ja. Schnell wieder rein. So. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Genau, suchen und nach Flucht erfolgreich. Jetzt sind sie anonym. Okay. Wenn die Wachen sie aus den Augen verlieren, untersuchen sie ihren letzten bekannten Aufenthaltsort. Ein gelber Kreis auf ihrer Karte zeigt ihn an. Okay, ich denke mal, das habe ich richtig verstanden. Zeigt ihn an, weil es war wieder zu schnell weg, die Schrift. Würde ich sagen, mach mal den nächsten Aussichtspunkt hier. So. Es müsste direkt hier hoch sein. Zack. Hoffentlich kommen wir hier hoch, bevor die Wache uns richtig entdeckt. Wow, 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 wow. Hat er uns aus den Augen verloren? Ja, hat er uns. Gott sei Dank. So, dann müssen wir wohl hier rum. Kommst du hier weiter hoch, Ezio? Ja, kommst du. Ah, man sieht auch schon, das geht hier schon ein bisschen geschmeidiger hoch als im ersten Teil. Kannst du hier nicht drauf? Hock dich mal schön dahin. So, haben wir die Karte wieder ein bisschen aktualisiert hier wieder. Dann gucken wir mal, wo unsere nächste Mission ist. Hier, Erinnerungsanfang. Dann gehen wir da auch sofort hin. Okay, komm so schnell aus der Karte raus. Hier geht's erstmal runter. Sehr gut. So, wir sind anonym. Kommen wir hier durch? Was war das für ein Zeichen? So eine Art... Was ist dieses Zeichen hier? Ach, die können wir bezirzen, oder was? Kurtisanen? Wer seid ihr? Was seid ihr? Was kann man mit euch machen? So, gehen wir mal hier durch. Wo ist die nächste Erinnerung? Da sind Wachen. So, hier geht's weiter. Und dann reden wir mal direkt mit ihm. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist... untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Laufbursche, Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de Medici abgeben. Dann machen wir das doch direkt. So, wo müssen wir den Brief denn hinbringen? Al magnifico Lorenzo de Medici, mio protettore e amico. Ich tat wie verlangt und habe meine Untersuchung des Vorfalls in Mailand beendet.
Ich kann bestätigen, dass es um weit mehr als nur Unzufriedenheit mit der Herrschaft von Duca Galeazzo Sforza geht. Ich glaube, dass andere Parteien, die nach weit größeren Gewinnen streben, die Dinge derart manipuliert haben, dass sie ihre Ziele erreichen, ohne sich selbst preiszugeben. Lampugnani, Olgiati und Visconti haben sich dieses Verbrechens schuldig gemacht. Keine Frage. Und sie haben die passenden Partner für ihren Verrat gefunden. Aber viele andere adlige Familien sind unter Verdacht. Unter anderem auch unser Francesco de Pazzi. Ihr Ziel und ihr Motiv sind mir noch nicht klar. Aber erste Funde deuten einen Plan an, dessen Ausmaß euch sicher beunruhigen wird. Am besten führen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiter, da ich zögere, meinen Verdacht aufzuschreiben. Antwortet mit einem Ort und einer Zeit. Ich werde euch dort treffen. Außerdem habe ich den Gonfaloniere befohlen, Francesco so lange festzuhalten, bis wir die Sache geklärt haben. Vertrauliche Grüße, euer Giovanni. Okay, ich wollte eigentlich auf die Karte, aber vermutlich haben wir jetzt diesen Brief uns haben vorlesen lassen. So, hier müssen wir hin an den Zielort. Na, ich vergesse immer, einen anderen Knopf aus der Karte rauszugehen. Was haben wir denn hier? Eine Schatztruhe, kommen wir daran? Plündern. Achso, gedrückt halten. Okay. Wieso wird die nicht auf der Karte angezeigt? Sind das so Zufallsdinger, die man hier findet? Schubsen, RT und B halten. Okay. Schubsen brauchen wir noch nicht. Ja, kommt, meine Verehrten. Oh, wie die Leute aufploppen. So, hier geht's doch durch, bestimmt. Jawohl. So, wo müssen wir denn hin? Das muss doch hier in der Nähe sein. Barmherzigkeit in Zeiten der Not ist. Spenden werden jederzeit außer Sonntags direkt am Priorat entgegengenommen. Kommt und seht, was Stolz, Schönheit und Jahre der Erfahrung euch bieten. Drücken, um einzukaufen. Nein, ich möchte jetzt nicht einkaufen. Komische Kleidung. Wo müssen wir denn hin? Verdammt. Wieso werden wir denn ständig verfolgt? Komm, Freunde. Jo. Renn mal, Ezio, renn mal. Hoffentlich ist das hier keine Sackgasse. Wow. So. Kommt mir nicht nach, oder? Doch, die kommen einem nach. Sind die denn irre? Himmel. Ach, hier waren wir doch. Im ersten Teil. Ich komme hier aber nicht weiter. Verdammte Hacke. Komm mal weiter hoch. Hm. Geh mal schön hoch da. No. Okay. Müssen wir uns wohl doch wehren, oder wie sieht das aus? Wieso sehen die uns denn auch direkt? Wir haben doch eigentlich überhaupt nichts getan. Können wir da rein? Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Du Apostel? Merda! Haut ab, ihr Mistkäfer! Schnell! Und wo müssen wir denn eigentlich überhaupt hin? Ist vielleicht oben das Ziel auf dem Dach oder was? Ja, das ist natürlich jetzt scheiße hier, dass der da hängen bleibt. Ja, ja. Okay, hier im Hof. Okay, okay, okay. Den Zugang zum Hof habe ich nicht gesehen.
Die Wachen sind alarmiert, Freund. Lauft! Jetzt bin ich zwar wieder anonym, aber wieso entdecken die einen denn hier in diesem Teil sofort, obwohl man überhaupt nichts gemacht hat? Egal. So, gehen wir direkt mal hier hin. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. So, zu Giovanni zurückkehren. Gehen wir mal über die Dächer, wa? Da wären wir vielleicht nicht so gesehen. Wissen tue ich es nicht, aber die Hoffnung habe ich jetzt einfach mal. Hep, nein. So, hier über die Seile kommen wir doch super drüber. So, und ich würde sagen, wie wir weiter zurück zu Giovanni kommen, da schauen wir uns im nächsten Part an. Hat euch dieser gefallen, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!